Mit Liedern und Gedichten beglückwünschten die Schüler ihre Deutschlehrerin Brigitta Wiegand, an die dieses Jahr der Preis Pädagoge des Jahres ging. Die feierliche Preisverleihung fand in der Bibliothek der Sechsader Dienes-Valeria Grundschule statt. Die Sechsader Deutsche Selbstverwaltung hat diese Auszeichnung Pädagoge des Jahres im Jahre 2007 gegründet. Und seitdem werden deutschsprachige oder Nationalitätenpädagogen, die in ihren Laufbahn Hervorragendes erreicht haben, beehrt. Also für unsere Selbstverwaltung ist es wichtig, dass diese Institutionen, die deutsche Sprache unterrichten und Erziehung auch machen, unterstützen und helfen. Der Preis wurde dieses Jahr von der Deutschen Selbstverwaltung an Brigitta Wiegand, deutsche Nationalitätenlehrerin der Grundschule Dienes verliehen, als Anerkennung für ihre ausgezeichnete pädagogische Arbeit sowie für ihre Tätigkeit im Interesse der Gemeinschaft und Bewahrung der ungarndeutschen Werte. Meine Eltern sind auch also Lehrer. Meine Mutter ist eine Deutschlehrerin und ich wollte schon mit 6 Jahren Lehrerin sein. Ich war oft in der Schule, im Gebäude und dort habe ich dieses Milieu gespürt und erlebt und das hat mir sehr gefallen und dann war das Ziel, Lehrer zu werden. Und die deutsche Sprache ist für mich auch sehr wichtig. Ich stamme aus einer ungarndeutschen Familie und die Traditionen und die Bräuche sind mein Alltag sogar und das wollte ich dann weitergeben. Das war für mich eine große Überraschung, weil ich das nicht gewusst habe. Aber das ist auch eine große Ehre für mich, dass ich diesen Preis bekommen habe. Und das gibt mir jetzt Kraft, wieder etwas Neues machen und wieder alles weitermachen, wie ich bisher gemacht habe. Also ich bin sehr dankbar dafür. Ein guter Lehrer wirkt aus dem Herzen, meiner Meinung nach. Und ich könnte auch die 3L Long Life Learning sagen, das ist auch wahr und wichtig, aber ich würde lieber die 3 Worte sagen, Leben, Lieben und Lachen. Oder bei mir ist die Volkskunde eine echte Zeitreise, weil die Kinder in der Stunde die früheren Ereignisse und die früheren Traditionen erleben können. Und deswegen sage ich erleben können, weil ich sie nicht lehren möchte, sondern ich möchte alles beibringen, was für mich das Ungarndeutschtum bedeutet. Also diese Gefühle, diese Impulse, den Tanz, die Musik, die Speisen sogar, die mich berühren. Und ja, das versuche ich. Wir sind sehr stolz, dass unsere Kollegin Brigitta diesen Preis bekommen hat. Aber ehrlich gesagt, sie ist schon die 5. In unserer Schule. Und ich freue mich sehr, denn das bedeutet, das ist eigentlich eine Bestätigung für uns, dass wir das gut machen und dass wir auf dem richtigen Weg sind. In jeder Familie oder fast in jeder Familie gibt es deutsche Verfahren und sie sprechen noch vielleicht Deutsch, die Großeltern mindestens, die Eltern nicht besonders mehr. Aber für sie ist es wichtig, dass die Kinder über die Geschichte und über die Traditionen der Ungarndeutschen mindestens in der Schule etwas hören. Ja, ich lerne sehr gern Deutsch. Sie hat mich in der 3. Klasse noch gelehrt. Freiwillige aus Deutschland, Sophie Rust, ist seit Oktober an der Dienes-Grundschule tätig. Das Sprachniveau in der Oberstufe hält sie für sehr gut. Die Begeisterung und Lernwilligkeit der Unterstufenschüler kann sie nur bewundern. Sehr schöne Sache, einfach weil es halt dann, zum Beispiel jetzt Brigi, ich bin bei ihr auch manchmal in Klassen mit dabei und ich finde auch wirklich, dass sie sehr, sehr engagiert und sie wirklich toll mit den Kindern auch umgeht.
Und es motiviert ja dann auch Sie weiter und auch die anderen, wenn so ein Preis immer verliehen wird. Das finde ich eine sehr schöne Sache. Brigitta Wiegand wird nächstes Jahr wieder bei den Erstklässlern beginnen, um ihnen die Sprache und Traditionen der Nationalität näher zu bringen.